Wie vor 20 Jahren. Eine ganze Stadt träumt vom Europacup. Ich kann mich nicht erinnern, dass es hier jemals so laut war wie im Moment. Die Stimmung, wie ist die Stimmung? Super! Ist super, ey. Bayern gewinnt Borussia heute und ist damit weiter in der zweiten Runde. Wer soll die Tore schießen? Einmal Dick und einmal Tork. Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow. Ob schwarz-gelb oder grün-weiß-rot, ein ausverkauftes Haus steht Kopf. Ein Celtic-Fan mit Borussia-Mütze. Du bist aber Deutscher. Wieso bist du Celtic-Fan? Ja, weil ich finde, dass die Jungs einen ganz tollen Fußball spielen. Und weil sie für mich ganz tolle Anhänger haben. Nicht? Also, das haben sie heute auch in der Stadt gezeigt. Absolut friedlich sind. Zur Halbzeit 0:0. Gutes will eben Weile haben. Auch in Schwarz-Gelb. Während die Fußballhelden dem Pausentee entgegeneilen, Trainertipps von der Tribüne. Zu sehr durch die Mitte. Die müssen immer über die Flügel. Links und rechts. Entweder ziehen sie das ganze Spiel links auf die Flügel und es ist rechts alles frei oder umgekehrt. Auf jeden Fall, sie gehen immer durch die Mitte. Das ist scheiße. Beim Fußball immer. Mittelfeld sehe ich immer frei. Alles frei. Die müssten mehr im Mittelfeld spielen. Das ist meine persönliche Meinung. Mittelfeld wird überhaupt nicht bespielt von den Dortmundern. Wenn Mittelfeld mehr bespielt werden würde, dann würde jetzt schon 2:0 stehen für Dortmund. Stimmgewaltig und ausgelassen auch die Celtic-Fans. Wie läuft es jetzt? Schwaches Spiel, schlechter Schiedsrichter. Es wird sehr eng, aber Celtic wird siegen. Ein Tor? Nein, keine Tore. Nach dem Hinspiel führte Celtic 2:1. Der Funke der Begeisterung springt über. Die Tribüne will ein Tor. Jetzt waren wir fast reingegangen. Die müssen 1:0 schießen. Ich will nach Moskau fahren. Ganz einfach, die müssen weiterkommen. Mit am roten Platz mit der großen Fahne stehen. Ja, tun zwar ein bisschen wenig zur Zeit, aber wir hoffen, gleich der Simmes reinkommt. Hupe raus, Simmes rein. Was sagen Sie dazu? Ja, eins Richtige, ne? Volle Offensive. Voll Offensive, sonst hat das doch keinen Zweck. Wir haben drauf gewartet, wir haben drauf. 1:0 reicht uns. Die Fahrt aus Berlin hat sich gelohnt, weißt du das? Okay, liebe Sieg. Hier! Zugabe! Zugabe! Wir fahren doch nach Moskau. Am Ende bahnt der Freudentaumel sich seinen Weg. Sie sind die wahren Sieger und sie wollen sich feiern. 2:0 für Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow. Und die Fans sind mit ihrer Mannschaft auf dem Weg in die nächste Runde. Der drückt sie vorne. Das können Sie mal glauben. Moment. Oh, jetzt haben wir es. Einmal. Sie sind jetzt fast zerquetscht vorne an dem Zaun. Hat sich das gelohnt, dafür aufs Spielfeld zu gehen? Nee, muss ich sagen, nein. Machen Sie nicht normal. Das ist nicht normal. Muss ich echt sagen.